herzlich willkommen. Heute stellen wir euch das sehr tolle und süchtig machende Spiel Hungry Shark Evolution vor. Viel Spaß. Genau, hier sind wir im Hauptmenü. Hier sieht man auch Game Center Statistiken. Das heißt, das Spiel hat eine Game Center Anbindung. Das Spiel ist kostenlos und finanziert sich dann eben über In-App-Käufe. Hier können wir noch Optionen, Hilfe, können wir hier drauf drücken, dann kommt man zu seinem Hai. Da kann man, gibt es eben verschiedene, die muss man sich dann eben noch freischalten. Oder man kann die jetzt schon freischalten, indem man so mit solchen grünen Steinen zahlt. Die kriegt man aber nur per In-App-Käufe. Wir machen jetzt einfach mal ein Spiel. Hier können wir uns noch verschiedene Sachen kaufen. Machen jetzt einfach mal auf Play. Ich habe mir auch eine Weihnachtsmütze gekauft. So, jetzt sieht man noch den Highscore und wie lange man da überlebt hat. So, es müsste jetzt gleich fertig geladen sein. Genau, jetzt können wir eben zwischen zwei verschiedenen Kontrollarten entscheiden, und zwar einfach einmal mit Touch oder mit Bewegen. Wir machen jetzt einfach mal Touch, das ist dann besser zum Aufnehmen. Und zwar können wir hier über ein Steuerkreuz, und es ist eben unser Ziel, so viel Fische wie möglich zu essen, und die geben dann Punkte. Das sieht man oben links, und dann steht drunter die Zeit. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Schwimmerin, die können wir auch essen. Dann noch ein Vogel, da haben wir nochmal eine Schwimmerin. So. Dann hier haben wir einen goldenen Fisch, der gibt uns dann eben Münzen. Also Goldmünzen, mit denen wir uns dann noch Sachen kaufen können. Schwimmen wir mal ein bisschen rum. So, jetzt werden wir gerade auch angegriffen von einem anderen kleinen Hai. Haben wir eine Schildkröte. Haben jetzt solche Minen, wenn wir da dagegen schwimmen, dann kriegen wir eben Schaden. So, und man kann seinen Hai dann eben mit den Münzen verbessern. Wir haben jetzt eine Muschel eingesammelt, jetzt haben wir eben dadurch eine neue Mission freigeschalten, die wir dann jetzt machen können und dann noch extra Sachen bekommen können. Unter der Lebensanzeige hat man noch so eine Boost-Anzeige, wenn man kann dann eben durchdrücken auf dem Touchscreen, wird er dann eben schneller, der Hai, und es geht dann runter. Es lädt sich von selber nach der Zeit auf. Und wie man noch sehen kann, sinkt das Leben immer. Und wenn man eben ein Fisch isst, dann steigt das Leben wieder. So. Ist mein Leben ziemlich niedrig, steht ja schon dran. Jetzt ist es wieder hoch. Und das geht dann eben die ganze Zeit so, bis man eben gestorben ist. Wenn man gestorben ist, kann man sich auch noch wiederbeleben mit solchen grünen Steinen. Da hat man am Anfang 5 davon und kann die, wie gesagt, nur per In-App-Käuf bekommen. Noch meine Schwimmerin. Aber und es gibt eben auch nur hier den Schauplatz, also keine anderen Umgebungen. So, jetzt haben wir einen Goldwasch, das heißt, alle Fische sind jetzt Gold und geben uns Münzen. So, auch noch Essen. So, dann würde ich sagen, töten wir uns jetzt mal, damit wir noch den Schluss sehen, wenn man eben gestorben ist. Genau, jetzt können wir eben hier mit dem grünen Stein, wie gesagt, uns wiederbeleben. Dann können wir eben weitermachen. Jetzt bekommen wir hier unsere Münzen. Jetzt lädt es noch kurz und dann kommen wir hierher. Dann können wir uns jetzt, genau, jetzt sind wir im Level aufgestiegen. Und zwar in Level 10, und dann bekommt man 3 grüne Steine. Jetzt ist man wieder im Level 1 und hat jetzt eben auch
hier den High freigeschaltet. Den muss ich dann jetzt noch, brauche ich 1500 Münzen. Dann bekomme ich den, habe ich den freigeschaltet und der ist dann eben stärker. Ja. Ja, und das war's dann jetzt auch schon von diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin.